So, Hallöchen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, ich hatte so ein Video schon vor ein paar Jahren gemacht und das kam super, super gut an. Deshalb dachte ich mir, mache ich eventuell mal einen etwas aktuelleren Part, denn ja, ich habe schon viele Pferde aus diesem Video. Wie ihr es am Titel schon erkennen könnt, geht es heute um meine Wunschpferde. Ich habe sehr, sehr viele Pferde. Fast 170. Das heißt aber nicht, dass ich nicht noch Wunschpferde habe. Deshalb, ja, werde ich die euch heute in diesem Video vorstellen. Ein paar von den Pferden, ich glaube, es sind zwei, ja, es sind zwei, sind zurzeit nicht verfügbar. Da werde ich euch Bilder einblenden. Ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal zu nach Dandel. So, in Dandel angekommen, stehen wir hier vor meinem ersten Wunschpferd. Ja, dieses Jorvik'sche Warmblut war tatsächlich schon sehr, sehr oft auf meiner Liste und ich habe es wieder runtergenommen. Aber ja, irgendwie gefällt er mir super, super gut. Ich mag Blue Rowans eigentlich echt gerne. Er hat wunderschöne Augen und ich glaube, mit einer anderen Mähne würde er mir super, super gut gefallen. Deshalb, ja, da generell eine meiner Lieblingsrassen das Jorvik'sche Warmblut ist und ich extrem viele davon habe, wird dieser Hübsche definitiv auch noch bei mir einziehen. Ich finde ihn einfach super, super hübsch geworden, auch wenn er gespiegelt ist. Deshalb, ja, wird dieser Gute bestimmt auch noch bei mir einziehen. So, weiter geht's zum Pferdemarkt. Wir sind beim Pferdemarkt angekommen und auch hier wird es wieder ein Jorvik'sches Warmblut. Ich habe die beiden hier jetzt noch nicht. Sonst habe ich, glaube ich, wirklich alle aus vom Pferdemarkt. Und ja, ich wünsche mir unbedingt noch dieses Pferd hier. Ich finde, mit einem klassischen schwarzen Pferd kann man nichts falsch machen. Und ich finde ihn wunderschön, genau. Also die Blässe ist einfach traumhaft. Ich liebe es, dass das zweite Bündel Jorvik'sche Warmblüter so tolle Blässen hat, beziehungsweise so markante Markierungen auf dem Kopf, weil sie haben ja wirklich alle wunderschöne Gesichter. ja, auch hier würde ich wieder die Mähne ändern, weil ich einfach bei den Jorvik'schen Warmblütern kein Fan von der Mähne bin. Aber ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass er auch noch einziehen wird. Und ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht, dass er noch nicht in meinem Stall steht. Der nächste und vorletzte Stopp ist tatsächlich die Starshine Ranch. Und ja, wenn man zur Starshine Ranch reist, dann ist es ja eigentlich schon klar, ja, ich wünsche mir Quarter. In dem Fall sind es tatsächlich wieder zwei. Und ich habe das, glaube ich, jetzt in mehreren Videos schon gesagt. Das ist einmal der Gute hier. Ich habe ihn auf meinem dritten Account und ich finde ihn wunderschön. Ich liebe ihn dort. Also er ist mein absolutes Lieblingspferd da. Deshalb muss er unbedingt auch noch auf meinem Main-Account einziehen. Und das nächste ist der Schwarze. Ich habe ihn jetzt schon in so, so vielen Videos gesehen und ich liebe ihn einfach. Das, was mich bis jetzt davon abgehalten hat, ist dieser Farbverlauf im Schweif. Ich weiß nicht, warum sie das gemacht haben, weil eigentlich ist das total unrealistisch. Aber naja, sie haben es gemacht und ich finde ihn trotzdem unglaublich schön. Und ich denke, mit einem klassischen schwarzen Pferd kann man nichts falsch machen, habe ich ja schon gesagt. Deshalb, ja, nach langer Überlegung werden das die nächsten Quarter, die ich mir kaufen werde. So, ab zum Silverglade Landgut. Ja, das ist unser letzter Stopp und hier werden es tatsächlich auch gleich vier Pferde. Ich meine, ihr wisst ja, dass ich die Andalusia liebe. Ich habe, glaube ich, die Hälfte. Und ja, ich habe mir gedacht, die andere Hälfte, die darf nicht fehlen. Deshalb werden er hier einziehen. Wie gesagt, klassisches schwarzes Pferd, kann man nichts mit falsch machen. Er hier wird einziehen. Bei ihm bin ich mir tatsächlich noch ein bisschen unsicher, aber es ist halt einfach, er vervollständigt dann meine Andalusia-Reihe. Deshalb,
wird er definitiv einziehen und ich glaube, mit einem schönen Bauernzopf wird das Pferd mir unheimlich gut gefallen. Sie hier wird einziehen, bei ihr bin ich mir tatsächlich ziemlich sicher, dass es eine Stute wird. Ich finde sie tatsächlich mittlerweile wunderschön, Bex hat sie. Und ja, mir gefallen die Devils unheimlich gut und die blauen Augen sind halt einfach für mich ein Gamechanger. Ich liebe blaue Augen bei Pferden. Ja, also sie darf definitiv auch nicht fehlen. Am Anfang fand ich sie tatsächlich nicht so schön, aber mittlerweile finde ich sie unheimlich hübsch. Und er hier wird noch einziehen. Bei ihm bin ich mir tatsächlich nicht sicher, warum ich ihn nicht gekauft habe. Er war nämlich tatsächlich aus dem zweiten Bündel, was rauskam, war er der, den ich mir unbedingt kaufen wollte. Ich denke mal, bei den ganzen Andalusiern dürft ihr euch demnächst auf ein Ich-kaufe-den-Rest-der-Rasse-Video freuen. Das habe ich ja auch schon bei den englischen Vollblütern gemacht. Und ja, ich möchte das definitiv auch da machen. Also wenn ihr das sehen wollt, dann abonniert, denn dann verpasst ihr nichts mehr. Die letzten beiden Pferde sind einmal dieser wunderschöne Lusitano. Das ist der Fliegenschimmel Lusitano, den es beim Jorvik-Stall-Event zu kaufen gab. Ich habe es bis heute immer bereut, dass ich ihn nicht gekauft hatte. Beim ersten Mal hatte ich nicht genug Starcoins. Und beim zweiten Mal weiß ich ehrlich gesagt nicht, was mit mir los war. Da habe ich auf jeden Fall nur den Andalusia gekauft. Und ja, er wird definitiv bei mir einziehen. Denn ich brauche diesen Lusitano einfach. Er ist wunderschön und ja, deshalb wird dieser Gute bestimmt bei mir noch einziehen. Und das letzte Pferd, was ich mir unheimlich wünsche, bin ich mir tatsächlich nicht mal sicher, ob es noch nach Jorvik kommt, denn es ist das Dorka. Das Dorka ist eines der magischen Pferde, die letztes Jahr rausgekommen sind, zusammen mit Solas. Und Solas hat mir nicht gut gefallen und Dorka fand ich am Anfang auch nicht wirklich schön, aber mittlerweile sehe ich ihn immer öfter und ich möchte ihn eigentlich unbedingt haben. Da Star Stable irgendwann mal unter irgendeinem Post geschrieben hat, dass sie Umbra und Isla wieder rausbringen würden, habe ich noch so ein bisschen die Hoffnung, dass sie Dorka und Solas auch noch wieder rausbringen, damit ich Dorka noch kaufen kann. Das sind auf jeden Fall meine 10 Wunschpferde. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Falls dies der Fall ist, bitte ich euch darum zu abonnieren, denn tatsächlich habe ich letztens rausgefunden, dass 70% der Leute, die meine Videos gucken, nicht abonniert haben. Und ja, ansonsten hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat. Ja, es wird definitiv bestimmt irgendwann demnächst ein Kaufvideo kommen von einem dieser Pferde, wenn nicht sogar fast allen. Und ja, das wird aber definitiv erst passieren, wenn ich ein bisschen weniger Pferde zu leveln habe, denn ich habe momentan immer noch 10 Pferde zu leveln. Dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Stream oder Video wieder und wir sehen uns. Bis dahin. Tschüss. To make sure I get home safe and sound, yeah, I'm pretty sure if I fall down and don't get up, nobody would care, yeah. Don't wanna be alone anymore, so I might as well sleep with the doors unlocked. Ooh, ooh.